Zum Abschluss hat Stefan noch etwas Kultur vorbereitet für uns. Kultur und Musik. Kleine weiße Friedenstaube. Bitte, Stefan. Ja, hallo. Wir haben ja schon viel Vortrag gehört und das Thema Frieden beschäftigt uns. Ich kann mich zurückerinnern, also ein bisschen über 50 Jahre, als ich eingeschult wurde. Da gab es ein Lied, das mussten wir alle lernen. Kleine weiße Friedenstaube. Und wisst ihr, von wem das Lied ist? Das steht auf den Zetteln, die verteilt wurden. Erika Schirmer. Die hieß früher anders, aber dann meiste Zeit hieß sie so. Die stammt von Schlesien. Die kam dann zuerst nach Rügen. Da hat die ein paar Monate gearbeitet und dann ist die nach Nordhausen. Und das passt heute zu diesem Thema. Die hat was mit Sonderpädagogik zu tun gehabt. Ja, wir werden das einfach mal singen. Das heißt, ich werde das nicht singen. Ich versuche mal die Melodie zu machen, damit ihr wisst, wie das hoch und runter geht. Ne? Ich weiß nicht, ob ich es mal hinkriege. Ich bin schon ein paar Jahre aus der Übung. Bei Kirchen, da haben sie es ja nicht so mit den Freiheiten gehabt. Ich durfte da nicht mehr mitspielen, weil ich keine Impfung hatte und so einen Schwachsinn. Und ja, muss ich mal sehen, was noch übrig ist. Anna kann sehr gut singen. Anna fängt an. Ich versuche nicht so laut zu blasen, damit ihr so die Stimmung macht. Ich bin bloß der Background. Deine weiße Friedenstaube, wir sind zu früh. Da muss ich aber die Tonart anpassen. Ich gebe den Ton vor. Ja, das müssen aber jetzt wirklich haben. Deine weiße Friedenstaube fliege übers Land. Alle Menschen, groß und klein, bist du wohl bekannt. Du sollst Friedenstaube allen sagt es hier, dass wir Krieg, wir wollen Frieden, wollen wir. Fliege übers große Masse, über Berg und Tal, bringe allen Menschen Frieden.